Ja, also Punkt 1, das Thema Beruf und Berufung, weil in diesen Beratungsstellen habe ich den Eindruck, immer nur der Fokus darauf gelegt wird, was sind sichere Jobs und welche Jobs bringen ein entsprechend hohes Gehalt. Und ich will gar nicht sagen, dass das unwichtig ist. Es ist natürlich wichtig, aber ich finde das die falsche Herangehensweise, wie man sich einen Beruf aussucht, den man 40 oder 50 Jahre lang ausüben soll. Ja, idealerweise, wenn man das gesundheitlich hinkriegt und wenn man bis zur vollen Rente kommt. Ja, ich finde es einfach wichtiger, erstmal zu fragen, wo sind meine Fähigkeiten, was macht mir Spaß, ganz wichtig, was kann ich mir wirklich vorstellen für die nächsten 40, 50 Jahre täglich zu machen. Und dann im Nachhinein kann man sich immer noch mit den Themen befassen, zukunftsträchtig und Gehalt und so weiter. Weil es gibt auch diesen schönen Satz, der aber besagt im Prinzip, je mehr Spaß man an der Arbeit hat, desto besser ist sie bezahlt. Das trifft aus meiner Sicht wegen zwei Punkte zu. Einmal, man muss natürlich diesen Spaßfaktor, es kommt einfach einem nicht wie Arbeit vor. Ich kann das wirklich aus meiner täglichen Arbeit sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehen muss, sondern eher, dass ich einem Hobby nachgehe. Das macht das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Und der zweite Punkt ist, wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann wird man in der Regel gut darin, ja, weil man es einfach mit Leidenschaft macht und weil man was bewegen will. Und allein dadurch, dass man eben gut in seinem Beruf wird, wird man mehr verdienen. Also ich denke mal auch selbst als Gärtner jetzt beispielsweise, wenn man in Dubai im Königshaus eingestellt wird, weil man einfach weltweit einer der besten Gärtner ist, ja, dann wird man wahrscheinlich mehr verdienen als ich jetzt als ITler. Ja. Oder ein Sternekoch, der auf der ganzen Welt kocht, ja, der wird auch mehr verdienen. Ja. Warum? Weil die eben ihren Hobby zum Beruf gemacht haben, ja, und da voll drin aufgehen. Und dementsprechend einfach hervorragende Ergebnisse liefern. Ja. Und deswegen würde ich erstmal zurückstellen, rein nur Gehalt fixiert und zukunftssicher, eher hin zu, wo sind meine Stärken, was macht mir Spaß, wo denke ich, kann ich auf der Welt was bewegen. Ja. Es geht aus meiner Sicht viel zu schnell unter. Und auch diese Pauschalisierung, ja, weil es zukunftsträchtig ist oder weil es ein hohes Gehalt bringt. Zukunftsträchtig sei mal dahingestellt. Wer weiß, wie sich die nächsten 30, 40 Jahre entwickeln. Ich glaube nicht, dass man vor 30 bis 40 Jahren schon gedacht hat, vielleicht ist mal der Beruf professioneller, was weiß ich, Fahrer, also jetzt LKW-Fahrer beispielsweise, gefährdet. Den sehe ich jetzt persönlich für die nächsten 20 bis 30 Jahre durchaus in Gefährdung, wenn man an diese automatisierten Fahrzeuge denkt. Ja, also es sollen ja komplette Berufszweige wegfallen. Also von daher sei es mal dahingestellt, ob jeder ITler so seines Jobs sicher sein kann, ja, je nachdem, welchen konkreten Job er jetzt macht. Das ist mal der eine Punkt. Und ja, es ist natürlich eine Sache, dass man gut Geld mit verdient. Aber so gesehen, als Arzt oder Anwalt verdiene ich auch sehr gut Geld. Und ich höre aber nicht an jeder Ecke die Aussage, ja, du musst Anwalt werden oder du musst Mediziner werden, beziehungsweise du kannst das werden. Ja, man muss es auch realistisch betrachten. Ja. Also ich finde, da wird sehr häufig falsch beraten, aus meiner Sicht jetzt einfach. Und das war mal der erste Punkt, den ich hier benennen wollte. Sucht euch eure Berufung aus und sucht euch nicht euren Beruf aus. Ja. Macht das, wozu ihr euch berufen fühlt. Ja. Praktika und Nebenjobs, warum sind die hier aufgeführt? Jetzt sagt ihr natürlich, wenn ich von der Schule komme, kann ich ja noch gar nicht wissen, wo sind meine Präferenzen, was kann ich besonders gut, wo fühle ich mich wohl. Und da muss ich euch klar empfehlen, und dass ihr dann möglichst auch früh anfangt mit Praktika und Nebenjobs und dann möglichst dann einfach viele durchprobiert, wo ihr dann merkt, oh, das geht in die Richtung, das könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen. Und dann ist es auch so, man kann nach der Schule auch mal ein Jahr lang eben nur Praktika und Nebenjobs machen. Oder Ferienjobs. Das spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Das heißt, man verliert ein Jahr, aber ihr müsst ja auch so sehen, wenn ihr die nächsten 45 Jahre für einen hervorragenden Job habt, der euch super Spaß macht, dann ist dieses eine Jahr gut investiert, ja, um sich einfach nochmal klarer darüber zu werden. Wenn ihr allerdings frühzeitig mit Praktika und Ferienjobs anfängt, dann denke ich, werdet ihr da auch schnell irgendwo hinkommen, wo ihr dann sagt, oh, da fühle ich mich wohl. Ja? Und man hat später ja immer noch die Möglichkeit, entsprechend ein bisschen zu lenken. Ja? Also das war jetzt so der Punkt, der mir sehr am Herzen lag, weil ich einfach nicht das pauschal unterschreiben würde, ITler machen unbedingt, das ist zukunftsträchtig, man kriegt gutes Gehalt, ja? Man muss auch da viele Dinge beachten, wie wir jetzt dann gleich in Teil 2 sehen werden, dass das nicht immer ganz so ist, wie es einem verkauft wird. Ja? Dann viel Spaß jetzt im nächsten Teil.